Justizanstalt Josefstadt in Wien. Das größte Gefangenenhaus Österreichs mit über 1000 Häftlingen. Zelle Z505. 4,5 Jahre lang der Aufenthaltsort für einen Promi-Häftling. Sein Name Helmut Elsner. Sein Verhängnis war der Babak-Skandal. Ein Skandal, der zum spektakulärsten und teuersten Wirtschaftsprozess der Zweiten Republik führte. Man muss immer sich darauf konzentrieren, bringt man in einem Verfahren die Wahrheit ans Tageslicht oder nicht. Das Leben hinter Gittern hat von allen Angeklagten im Babak-Prozess nur Helmut Elsner kennengelernt. Zahlreiche Enthaftungsanträge und eine Berufung. All das bringt Elsner die Freiheit nicht wieder. Er sei zu Recht verurteilt worden, entscheidet der oberste Gerichtshof Ende 2010. Allerdings, die Urteile gegen fast alle anderen Beschuldigten werden großteils aufgehoben. Damit wird die Geschichte einer Milliardenaffäre nun in einem zweiten Prozess neu aufgerollt. April 2003. Ein pompöses Fest in der Wiener Nationalbibliothek. Abschiedsfeier für einen der mächtigsten Banker Österreichs und, wie man damals meinte, einen der erfolgreichsten. Helmut Elsner, Chef der BAWAG PSK. Du hast Bankengeschichte geschrieben. Ertragreich warst du sicherlich für die Hauptaktionäre. Ich sage danke, Helmut Elsner. Wir alle, die wir heute hier sind, wissen, dass du sehr erfolgreich diese Bank gemanagt hast. Sie haben sich, weiß Gott, um die BAWAG und das österreichische Finanzwesen hoch verdient gemacht. Wie es wirklich um die BAWAG steht, wissen an diesem Abend nur wenige. Und die, die es wissen, lächeln trotzdem. BAWAG-Direktoren Ende der 90er. Sie riskieren hunderte Millionen, verlieren das Geld und am Ende fast die Bank. Die Causa BAWAG zeigt ein Sammelsurium an Inkompetenz, an Gier und an mangelnder Kontrolle. Ich hätte nie daran gedacht, hier Rechtsnormen oder Ähnliches zu verletzen. Eine Abschiedstorte für den Chef. 2003 hat Helmut Elsner noch gut lachen. Wie schon in einem BAWAG-Werbefilm. Elsner mit Ehefrau Ruth und Hund Monty. Der Generaldirektor dynamisch und schlagkräftig. ...48 Jahre lang war Elsner in der BAWAG. Er arbeitet sich hinauf, vom Filialmitarbeiter aus kleinen Verhältnissen bis an die Spitze. 2000, das Schicksalsjahr der BAWAG. Elsner muss einen Milliardenverlust hinnehmen. Nach außen feiert man jedoch einen Erfolg. Die Bankenheirat von BAWAG und Postsparkasse. Möglicherweise wird uns im ersten Anlauf nicht alles gelingen. Die Mitarbeiter beider Häuser sind aber Garant dafür, dass zum Schluss wir alle werden sagen können, Ende gut, alles gut. Auch sonst trägt Elsner seinen Erfolg zur Schau. Das hat ihm sehr früh eigentlich den Ruf eingebracht, dass er ein Gewerkschaftsbanker ist mit Hang zu übersteigendem Selbstbewusstsein. Seine Kollegen, auch die Banker, haben sich immer lustig darüber gemacht, also egal mit wem er gesprochen hat. Man hat gesagt, das ist der Gewerkschaftsbanker, der glaubt, er ist Rothschild. Weithin bekannt wird Helmut Elsner 1994 mit einem legendären Club 2 Auftritt. Als einziger Spitzenmanager der BAWAG traut sich Elsner ins Fernsehen, um mysteriöse Geschäfte der Bank zu verteidigen. Sie gehen als Karibik 1 Geschäfte in die österreichische Wirtschaftsgeschichte ein. Der BAWAG-Vorstand hat dem jungen Investmentbanker Wolfgang Flöttl rund 20 Milliarden Schilling für Spekulationen anvertraut.
BAWAG-General ist damals Walter Flöttl, Wolfgangs Vater. In den Medien bricht eine Debatte los. Von Vater-Sohn-Geschäften ist die Rede. Mit Briefkastenfirmen in karibischen Steueroasen. Ein deutscher Wirtschaftsprofessor warnt schon damals, 1994, vor dem Risiko der Geschäfte. Für mich nach wie vor unklar. Also ich bin schon damals aus der Sendung mit dem Gefühl rausgegangen, dass das nicht das letzte Wort sein wird, was da gesprochen wurde. Und dass, wenn Herr Elsner mit der Einschätzung von Risiko, die er da zum Besten gegeben hat, weiterhin die Bank führt, es ganz böse enden kann. Die Karibik 1-Geschäfte werden nach massivem öffentlichen Druck beendet. Alles sei sauber abgelaufen, beteuert Wolfgang Flöttl im Fernsehen. Es gibt viele Leute, die sagen, der Dr. Flöttl kann nicht so schnell so reich geworden sein, wie er reich geworden ist. Die Firma ist eine sehr erfolgreiche Firma und die amerikanische Regierung wird Ihnen bestätigen, dass Sie nichts Falsches feststellen konnten und dass wir eine völlig weiße Weste haben. Wenig später geht Flöttl Senior in Pension. Der autoritäre BAWAG-Übervater tritt ab. Seinem Nachfolger Helmut Elsner hatte die Latte hochgelegt. Die Bank schreibt einen Rekordgewinn. Von Beginn an steht Elsner unter Erfolgsdruck. Die BAWAG aber hat ein Problem. Der ÖGB erwartet von seiner Arbeiterbank günstige Konditionen, also hohe Sparzinsen. Zugleich aber niedrige Kreditzinsen für sogenannte Betriebsratskredite. Und der ÖGB als Eigentümer will jährlich eine fette Gewinnausschüttung. Das alles muss erst verdient werden. Fritz Ferzetnitsch ist damals schon ÖGB-Chef. Die früheren Karibikgewinne von Vater und Sohn Flöttl fehlen in der Kasse. Helmut Elsner nimmt daher 1995 die Spekulationsgeschäfte wieder auf. Wieder mit Wolfgang Flöttl. Der BAWAG-Aufsichtsrat genehmigt die Geschäfte, macht aber Auflagen. An die hält sich die BAWAG-Spitze, zumindest anfangs. Später wird klar, die Manager geben Flöttl Geld ohne entsprechende Sicherheiten. Und sie geben ihm Summen, von denen die Aufsichtsräte nichts wissen. Das volle Risiko der Flöttl-Geschäfte trägt die BAWAG. In der Bank gilt Wolfgang Flöttl als Investmentgenie. Man vertraut auf seine weltweiten Beziehungen und seinen bisherigen Erfolg. Sein Vermögen soll hunderte Millionen Dollar betragen haben. Darunter sind Immobilien und Wohnungen an den feinsten Adressen. Wie hier in New York, aber auch in London, sowie auf Bermuda und den Bahamas. Zu Flöttls Geschäft gehört auch Kundenpflege. Die Elsners haben sich von Flöttl im Lauf der Jahre mehrmals einladen lassen. Auch privat hat Flöttl Erfolg. Er heiratet Anne Eisenhower, die Enkelin des legendären US-Präsidenten Dwight D. Eisenhower. Die Familie ist angesehen, gleichsam amerikanischer Hochadel. Meine Familie hat meinen Ehemann sehr, sehr gerne. Sie kennen ihn als ehrlichen Menschen und bedauern, dass er das durchmachen muss. In Amerikas besserer Gesellschaft tritt Flöttl als Mäzen und Kunstsammler auf. Er steckt Millionen in eine Gemäldesammlung. Darunter Der Traum, ein berühmtes Bild von Picasso. Bis Sommer 1998 laufen Flöttls Geschäfte im Auftrag der BAWAG angeblich gut. Im Herbst steigt aber plötzlich der Kurs des japanischen Yen gegenüber dem Dollar. Das ist fatal für Flöttl. Er hat auf einen fallenden Yen gesetzt. Innerhalb weniger Tage sind 530 Millionen Euro der BAWAG weg. Flöttl verliert angeblich auch einen Teil seines Privatvermögens. Die Bank war ja auch offensichtlich überhaupt nicht in der Lage, diese Risiken zu überwachen und zu steuern. Herr Flöttl saß irgendwo auf den Bermudas oder in den USA, wo auch immer. Es gab kaum eine Möglichkeit, ihm auf die Finger zu schauen.
Im Oktober 1998 kommen Flöttl und Elsner mehrmals in New York zusammen. Bei einem dieser Treffen gesteht Flöttl, das Geld ist verloren. Mit dieser Hiobsbotschaft fliegt Elsner zurück. Er informiert seine Vorstandskollegen. Flöttl allein sei schuld. Der Schock sitzt tief. Man hat aber eine rettende Idee. Stiftungen. Dort sollen die Verluste versteckt werden. Wien, 26. Oktober 1998. Nationalfeiertag. Die Republik feiert. Die BAWAG-Spitze zittert. Elsner trommelt die anderen Vorstände zusammen. Und Wolfgang Flöttl muss Rede und Antwort stehen. Die Sitzung lässt sich rekonstruieren, nach Aussagen im BAWAG-Prozess. Flöttl verteidigt sich. Der Anstieg des Yen war nicht vorhersehbar. Dennoch sei er bereit, der BAWAG-Vermögen zu übertragen, darunter die wertvolle Bildersammlung. Und Flöttl schlägt neue Investments vor, wieder in den Yen. Ein BAWAG-Vorstand legt sich quer, Christian Büttner. Büttner ist Vertrauensmann der Bayerischen Landesbank. Er macht Flöttl Vorwürfe. So könne man mit einem Herrn Flöttl nicht reden, soll Elsner gesagt haben. Nach einer Dreiviertelstunde verlässt Flöttl die Sitzung. Die BAWAG-Vorstände segnen das angebliche Rettungspaket schließlich ab. Nur Christian Büttner ist dagegen. Flöttl bekommt weitere 500 Millionen. Damit soll er die ersten Verluste zurückverdienen. Flöttl hat eine Zeit lang offenbar gewinnreiche Geschäfte für die Bank gemacht. Und man konnte und wollte ihn dann nicht mehr stoppen, damit diese Verluste, die er eingefahren hat, nicht aufbrechen. Man hat sich auf den weltläufigen oder vermeintlich guten Investor verlassen, bis zuletzt, immer in der Hoffnung, dass es doch noch gut geht. Helmut Elsner verlangt, dass alle Vorstände dicht halten. Falls der Verlust auffliegt, drohe ein Ansturm der Sparer auf die Bank. Und man fürchte die Bayerische Landesbank. Sie könnte eine Schwäche der BAWAG für eine Übernahme nützen. Die Bayern halten knapp die Hälfte an der BAWAG. Elsner informiert auch den Präsidenten des Aufsichtsrates. Günther Wieninger liegt zu Hause mit Grippe im Bett. Er stimmt zu. Der Verlust wird geheim gehalten. Alle halten sich dran. Selbst Christian Büttner. Der Blick der BAWAG-Manager richtet sich nach Liechtenstein. Ein beschauliches, verschwiegenes Fürstentum, traditionsreiche Zuflucht für Finanzjongleure. Hier sollen auch die BAWAG-Verluste gebunkert werden. Die BAWAG hat dafür einen verlässlichen Partner. Die TTA Treviser Treuhandgesellschaft. Das Angebot der TTA, Stiftungen von der Stange, ohne viele Fragen. Was folgt, sind hektische Gespräche zwischen Wien und Liechtenstein. Innerhalb weniger Stunden werden am 27. Oktober 4 Stiftungen gekauft. Auf der einen Seite landen die Verluste, zu diesem Zeitpunkt 530 Millionen Euro. Auf der anderen steht als Gegengewicht Flöttls Vermögen, seine Bilder und Immobilien. Den Wert dafür setzt die BAWAG aber viel zu hoch an. Die Bilder bringen später nur ein Viertel davon ein. Das Karibik-Fiasko bleibt in Liechtenstein gut versteckt. Jahrelang präsentiert die BAWAG erfolgreiche Bilanzen. Fast 7000 Kilometer entfernt von Liechtenstein und Österreich, das Steuerparadies der Bermuda-Inseln. Lokalaugenschein in der Hauptstadt Hamilton, mit einer Computerabfrage im Firmenbuch. Wolfgang Flöttl taucht Ende der 80er Jahre in Bermuda auf. Er hinterlässt hier Spuren, vor allem mit einer Firma, Ross Capital Markets. Von Bermuda aus wurden die Millionen-Deals mit der BAWAG abgewickelt. Wolfgang Flöttl ist wirklich aufgefallen, als er nach Bermuda kam. Seinen Angestellten zahlte er hohe Wohnungszulagen, das hat die Mieten steigen lassen. Und die Finanzleute bei Ross Capital haben sich Mittagsmenüs aus feinen Restaurants ins Büro liefern lassen. Das war für Bermuda damals ungewöhnlich. Präsident
Privat lässt sich Flöttl auf einer Promi-Halbinsel nieder. In Tuckerstown. Sündteuer und für Normalsterbliche nicht zugänglich. Der Investmentbanker kauft die Millionenvilla Sunion West samt Privatstrand. Journalisten zeigen uns eine Luftaufnahme. This is a picture of his house in Tuckerstown. Doch damit nicht genug. Flöttl kauft auch eines der teuersten Anwesen auf Bermuda, Castle Point. Kostenpunkt $23 Millionen. Einer seiner Nachbarn, Silvio Berlusconi. Geschäftlich agiert Flöttl auch auf den karibischen Cayman-Inseln. Das Leben im Bermuda-Dreieck bringt ihm aber kein Glück. Die Geschichte wiederholt sich. Wie schon 1998 schießt die Babak auch 1999 Flöttl mehrmals Geld nach. Da hätte er sich gegen Elsner stellen sollen, meint sein damaliger Stellvertreter Johann Zwettler. 1999, habe mir erlaubt, im Gerichtssaal zu sagen, hätte ich die Stopptaste drücken sollen. Und das habe ich nicht gemacht. Und das werfe ich mir auch vor. Flöttls Geschäfte gehen erneut schief. Insgesamt ist 1 Milliarde Euro weg. Flöttl kommt immer stärker unter Druck. London, 8. Dezember 2000. Es sollte ein nettes Wochenende werden. Helmut Elsner kommt mit seiner Frau Ruth. Man wohnt in Flöttls Haus im noblen Stadtteil Westminster. Dann hat eigentlich die Apokalypse begonnen. Weil mein Mann wurde dort informiert von Herrn Dr. Flöttl, dass das Geld weg ist, dass er alles verloren hat. Und das war eigentlich ein Schock, wie man sich vorstellen kann, der unbeschreiblich war. Mehr als 400 Millionen hat Wolfgang Flöttl diesmal verloren. Wieder versenkt mit Yen-Spekulationen. Ich habe nur die Reaktion meines Mannes gesehen und habe gesehen, dass er vollkommen fertig war. Und entsetzt, enttäuscht, verzweifelt war. An diesem Dezemberwochenende in London sieht auch Elsner ein. Die Karibik-Geschäfte mit Flöttl müssen ein Ende haben. Seine Vorstandskollegen lässt Elsner eine Woche lang im Dunkeln. Erst dann informiert er sie über den Verlust. Der Schaden liegt bei weit über 1 Milliarde Euro. Entsetzen bei den anderen Vorständen. Direktor Büttner informiert Aufsichtsratschef Weninger mit den Worten: Herr Präsident, Sie haben die Bank verloren. Am 20. Dezember kommt Wolfgang Flöttl nach Wien. In einem Kaffeehaus unterschreibt er ein Geständnis. Er übernimmt die Verantwortung für die Verluste und erklärt, dass er selbst nahezu mittellos sei. Später sagt er, Elsner habe ihn zu diesem Geständnis genötigt. Faktum war, die BAWAG hatte diese Verluste und das war, glaube ich, schon sehr stark motiviert durch, wenn man will, den Ehrgeiz oder Ruhmsucht oder was immer des damaligen Generaldirektors. Aber natürlich auch ermöglicht, weil es eben keine ausreichenden Kontrollmechanismen im Haus gegeben hat. Im Dezember 2000 ist die BAWAG de facto pleite. Nur mit einer Bürgschaft des ÖGB kann die BAWAG überleben. ÖGB-Präsident Ferzetnitsch und sein Finanzchef Weninger unterschreiben im Alleingang. Sie verpfänden das gesamte Vermögen des Gewerkschaftsbundes und damit auch den geheimnisumwitterten Streikfonds. Niemand sonst im ÖGB wird informiert. Auch die Bayerische Landesbank erfährt als BAWAG-Miteigentümer nichts. Einmal mehr gilt das Gesetz des Schweigens. Karibik-Fiasko hin oder her. Helmut Elsner lebt scheinbar ohne Schuldgefühle über den Dächern von Wien. In diesem Penthouse im Gebäude der BAWAG-Zentrale.
Kurt Elsner kauft es von der Babak später zum Freundschaftspreis. Für gut 260 Quadratmeter zahlt sie nur ein Fünftel von dem, was in bester Innenstadtlage marktüblich ist. Von der Wohnung ist es zu Fuß nicht weit ins Theater. Elsner gefällt sich als Kulturliebhaber. Als gewiefter Finanzexperte denkt er aber auch an Vorsorge für den Ruhestand. Nur Wochen vor dem Flöttl-Totalverlust lässt sich Elsner eine Pensionsabfindung absegnen. Knapp 7 Millionen Euro. Zufall oder Absicht? Im Babak-Prozess wird ihn der Staatsanwalt wegen Betrugs anklagen. Mit der Begründung, Elsner habe sich die Abfindung erschlichen. Ex-Aufsichtsratsboss Weninger und andere werden sagen, sie hätten Elsners Abfindung nie genehmigt, wenn sie das volle Ausmaß der Karibik-Katastrophe gekannt hätten. Neben seinen jährlich 600.000 Euro als Babak-Boss bekommt Elsner 2001 einen Nebenjob bei den Lotterien, wo die Babak PSK beteiligt ist. Zusatzverdienst pro Jahr rund 300.000 Euro. Millionenabfindung und Mehrfachbezüge reichen für ein stattliches Feriendomizil in Südfrankreich. Der Nobelort Mougins ist eine Perle im Hinterland der Côte d'Azur. Die Elsners richten sich hier eine exklusive Villa ein. Privat geht Elsner in Geldfragen auf Nummer sicher. Sein Vermögen bringt er in Stiftungen ein, steuerschonend. Elsner sieht sich gern als Stratege, wie auch in diesem Image-Video. Die Babak ist im Gegensatz zu ihrem Ex-General durch die Karibik-Verluste finanziell ausgeblutet. Elsner täuscht über die Lage der Bank hinweg. Und zeigt sich auch sonst ganz als Herr der Lage, der nicht lange fackelt. Journalisten werden eingeschüchtert oder auf Pressekonferenzen abgekanzelt. Er war damals extrem dünnhäutig. Und ich nehme an, also mit diesen Verlusten, die er damals schon produziert hatte und die er geheim gehalten und versteckt hat, war er schon in Sorge, dass da irgendwie was losgehen könnte. Die gesamte Babak-Spitze hätte möglicherweise ihr Wissen um die Karibik-Verluste mit ins Grab genommen, wenn eines nicht passiert wäre. Das Refco-Kreditdebakel. Wien, 9. Oktober 2005. In einer Nacht- und Nebelaktion vergibt die Babak einen Riesenkredit an das US-Wertpapierhaus Refco. Die letzte Entscheidung trifft Elsners Nachfolger Johann Zwettler. Refco ist Amerikas größtes Brokerhaus. Ein riesiges Wettbüro. Spekuliert wird auf alles. Rohstoffe, Schweinebäuche, Aktien. Damals ist Refco erst kurz an der New Yorker Börse. Das Unternehmen ist aber in finanziellen Nöten. Wieder einmal muss in der Babak alles ganz schnell gehen. Die Entscheidung für den Kredit fällt am Sonntagnachmittag. Montag früh fließen die 350 Millionen Euro. Minuten später wird das Geld behoben. Die Babak wird es nie wiedersehen. Nur wenige Stunden nach der Überweisung wird Refco-Chef Bennett gefeuert und schließlich verhaftet. Kurz darauf ist Refco pleite. Wegen Wertpapierbetrugs wird Bennett später zu 16 Jahren Haft verurteilt. Nachträglich kommt auch die Babak ins Visier der US-Ermittler. Sie soll mit Krediten Refco bei der Verschleierung von Verlusten geholfen haben. Sowohl die Babak als auch Refco hatten offensichtlich ein Interesse daran, die Fassade aufrechtzuerhalten. Beide Unternehmen waren so miteinander verbunden, dass ihnen klar war, falls Refco untergeht, würde auch all das herauskommen, was die Babak getan hatte. Nach dem Kreditdesaster tritt Babak-Chef Zwettler zurück, nach nur 3 Jahren im Amt. Hektisch sucht der ÖGB einen neuen Babak-Chef, einen Saubermann. Und die Genossen finden ihn. Ewald Nowotny, Wirtschaftsprofessor, langjähriger SPÖ-Abgeordneter und Vizechef der Europäischen Investitionsbank. Nowotny setzt ein Expertenteam ein, um reinen Tisch zu machen. Auch Finanzmarktaufsicht und Nationalbank ermitteln. Und sie werden fündig.
Ans Licht kommen die Riesenverluste aus dem Karibik-Desaster. Und damit jene geheimen Altlasten, die man in der Babak schon verdaut zu haben glaubte. Fast erreicht und dann gescheitert, ist das ja etwas ganz Fürchterliches. Das werden Sie Ihr Leben 24 Stunden bis zum Tod, das kriegen Sie nicht mehr aus sich heraus. Wien, 24. März 2006. Beichtstunde in der Babak-Zentrale. Aufsichtsratschef Weninger tritt vor die Medien. Was dann kommt, überrascht Freund und Feind. Weninger gesteht den Megaverlust des Jahres 2000. Er gesteht die ÖGB-Haftung für die Babak. Und er gesteht, dass selbst der Streikfunk der Gewerkschaft verpfändet wurde. Der Schaden für den ÖGB im Falle einer Insolvenz wäre größer gewesen als die abgegebenen Garantien. Das war dann doch der Moment, wo dann auch sehr rasch klar wurde, es müssen Personen dann auch geopfert werden. Sogar auch noch bevor eine Schuldfrage wirklich, Schuld oder schuldhaftes Verhalten wirklich nachweisbar war. Und mit diesen ersten Personalopfern wurde mal reagiert. Günther Weninger geht gleich. Der ÖGB-Chef zwei Tage später. Nach 18 Jahren geht damit die Ära des Fritz Ferzetnitsch zu Ende. Er hinterlässt den ÖGB in Trümmern. Zehntausende treten aus der Gewerkschaft aus. Selbst sieht sich Ferzetnitsch als Retter der Babak. Mit der Garantie habe der ÖGB die Babak vor dem Zusammenbruch bewahrt. Unter der Voraussetzung, dass jede öffentliche Debatte einer solchen Sache einen Run auf die Bank auslöst, wie das 2006 ja auch passiert ist, würde ich genauso handeln. Denn mit dieser Haltung ist eigentlich, und das ist auch nachweislich durch meinen Nachfolger dokumentiert, kein Schaden für die Bank entstanden. Der wenig bekannte Rudolf Hunsdorfer wird von Ferzetnitsch als Nachfolger nominiert. Fakt ist, dass, wie ich ja gesagt habe, keinen blassen Schimmer hat, was da noch alles auf mich zukommt. Der juristische Kampf der Babak tobt an mehreren Fronten. In New York werden Sammelklagen eingebracht. Die Verbindung zu Revco wird der Babak zum Verhängnis. Ihr Bankvermögen in den USA wird eingefroren. Immerhin mehr als 1 Milliarde Euro. Aber nicht nur die Bank ist in das Desaster verwickelt, sondern auch der ÖGB. Über eine Stiftung in Liechtenstein war die Gewerkschaft an Revco beteiligt. Eine irrwitzige Entdeckung. Der ÖGB aus dem kleinen Österreich war zeitweise Haupteigentümer von Revco. Die Kunden der Babak fürchten um ihr Geld. Nach all den Enthüllungen. Tausende stürmen die Bank. Tag für Tag werden viele Millionen Euro abgehoben. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Jahre steht die Babak am Rande der Pleite. In den Filialen geht das Geld aus. Die Nationalbank greift ein. Wir haben dann eben vom 25. April weg quasi lastwagenweise mehr oder minder auch die Babak und ihre Filialen mit Bargeld versorgt. Da ist, also vielleicht nicht stündlich, aber vielleicht ein, zweimal am Tag sicherlich sind also zusätzliche Geldtransporte losgeschickt worden. 4,5 Milliarden Euro werden innerhalb weniger Tage von besorgten Kunden abgezogen. Die Babak wackelt. Die Nationalbank muss sie stützen. Wien, 1. Mai 2006. Maiaufmarsch. Ein gequältes Lächeln der ÖGB-Granden für die Kameras. Am Abend dann ein Gipfel im Kanzleramt. Die schwarz-orange Regierung muss die rote Babak retten. Ohne Staatsgarantie ist der Ansturm auf die Bank nicht zu stoppen. Es war ein sehr schwieriger Gang beim Klassenfeind auf der einen Seite. Und das Einzige, was wir wussten, ist, dass das war das einzige Plus, was wir hatten. Die Regierung konnte es sich nicht leisten, die Babak in den Konkurs zu schicken. Die Babak bekommt eine Staatsgarantie und eine Finanzspritze von den anderen Banken und Versicherungen.
möchte Ihnen mitteilen, dass wir namens des Eigentümers des Österreichischen Gewerkschaftsbundes Danke sagen an die österreichische Bundesregierung. Der ÖGB hatte sozusagen Glück im Unglück. Das Glück des ÖGB war, dass er eine so große Bank besaß, die zwar kaputt war, aber die man retten musste. Und sein Pech war, dass er die Schulden dieser Bank geerbt hat, die er letztlich bezahlen musste. Und er musste die Bank verkaufen, um selbst wirtschaftlich überleben zu können. Die BAWAG ist gerettet. Für den ÖGB aber ist sie verloren. Was bis dahin unvorstellbar schien, die Gewerkschaft muss sich von ihrem Familiensilber, der BAWAG, trennen. Ein Notverkauf als Abgesang auf die alten BAWAG-Zeiten. Eine gute Zukunft mit guten Zinsen. Der Verlust der Bank ist für den ÖGB ein Aderlass an finanzieller Macht und politischer Kraft. Es ist auch ein wenig ein Traum damit verloren gegangen, ein Traum, nämlich dass man zum Beispiel eine Bank hat, die eine 80-jährige, mehr als 80-jährige Geschichte hat. Umso größer musste dann die Demütigung, die Enttäuschung und das Entsetzen sein, der Kulturschock. Im Juni 2006 einigt sich die BAWAG mit den Refco-Gläubigern. Ein kostspieliger Rechtsfrieden. Die Gefahr weiterer Schadenersatzklagen ist aber gebannt. Damit ist auch der Weg zum Verkauf endgültig frei. Den Zuschlag bekommt der US-Investmentfonds Cerberus. Ausgerechnet einer der Fonds, die von Gewerkschaftern als Heuschrecken geschmäht werden. Mougin, 14. September 2006. Elsner wird in seiner Villa in Südfrankreich verhaftet. Er macht Bekanntschaft mit dem berüchtigten Gefängnis von Marseille. Schließlich kommt er gegen Kaution von 1 Million Euro frei. Bezahlt vom geheimnisumwitterten Elsner Freund Martin Schlaff. Monatelang wehrt sich Elsner mit ärztlichen Attesten gegen seine Auslieferung nach Österreich. Wien, 13. Februar 2007. Ein Überraschungscoup der österreichischen Justiz. In einer Blitzaktion wird Elsner in einem Ambulanzjet nach Österreich gebracht. Der frühere BAWAG-Chef muss in Untersuchungshaft. Wir bei der Staatsanwaltschaft sind davon ausgegangen, dass Fluchtgefahr auch deshalb vorliegt, weil Herr Elsner seinen Gesundheitszustand auch einsetzt, um sich dem Verfahren zu entziehen. Wien, 16. Juli 2007. Der große Schwurgerichtssaal im Wiener Landesgericht. 9 Männer auf der Anklagebank. Helmut Elsner, Johann Zwettler und 3 ehemalige Vorstandskollegen. Außerdem Ex-Aufsichtsratsboss Weninger und der einstige Generalsekretär der Bank. Ein früherer Wirtschaftsprüfer und Wolfgang Flöttl. Ihnen wird Untreue und Bilanzfälschung vorgeworfen. Helmut Elsner überdies Betrug. Der BAWAG-Prozess zieht sich in die Länge. Elsner behauptet, er sei ein Politopfer. Die SPÖ hat halt einen Schuldigen gesucht und hat das mich an, sozusagen angenagelt als Schuldigen. Fast ein Jahr später, nach 117 Verhandlungstagen am 4. Juli 2008. Strafsache gegen Helmut Elsner und andere bitte mit allen Plätzen. Einigung. Urteilsverkündung. Die Strafe für Helmut Elsner fällt drakonisch aus. Er wird zu insgesamt 10 Jahren Haft verurteilt. Johann Zwettler zu 5 Jahren. Und BAWAG-Spekulant Flöttl kommt mit 10 Monaten unbedingter Haft davon. Damit scheint damals ein Skandal abgeschlossen, der wie kaum ein anderer die Öffentlichkeit bewegt hat. Auf viele ÖGB-Mitglieder wirkte der Verkauf der Bank wie ein Verrat an den Idealen der Arbeiterbewegung. In den Augen des Gerichts blieb Helmut Elsner der Haupttäter im BAWAG-Skandal. Faktum ist, und das habe ich ja in der Bank immer wieder auch berichtet bekommen, dass er ein unglaublich autoritäres Regime in der Bank durchgeführt hat.
Und es ist die Eigenschaft von so autoritären Regimen, dass sie eben Kritik ausschalten. Und sobald Kritik ausgeschaltet wird, gibt es Fehler. Und zwar verheerende Fehler. Nach seiner Zeit als Babak-Aufräumer macht Ewald Nowotny weiter Karriere. Nowotny wird Gouverneur der Nationalbank. Inzwischen arbeitet Richterin Banyon Ortner an der schriftlichen Urteilsbegründung. Am Ende sind es 800 Seiten. Banyon Ortner steht unter Zeitdruck. Sie soll Justizministerin werden. Der Prozess ist ihr Karrieresprungbrett in die Politik. Juristisch ist der Fall aber nicht erledigt. Der Staatsanwalt und die Verteidiger fechten die Urteile an. Allen voran jenes von Helmut Elsner. Mein Mann ist ein sehr, sehr starker Mann. Er ist sehr stark, er ist ein Kämpfer immer gewesen. Er ist sehr charakterfest, sehr geradlinig. Und er versucht sich sicherlich selbst jeden Tag aufs Neue zu motivieren. Ganz sicher. Weil er weiß, dass er unschuldig ist und dafür kämpft er. Wien, 23. Dezember 2010. 2,5 Jahre nach dem Ersturteil. Der oberste Gerichtshof. Elsner hofft auf ein Wunder. Die Höchstrichter kippen auch das Betrugsurteil gegen Elsner. Aber sie bestätigen den Schuldspruch wegen Untreue. Elsner wird als rechtskräftig verurteilter Straftäter abgeführt. Es bleibt bei der Höchststrafe. 10 Jahre. Auch die 5 Jahre Haft für Johann Zwettler werden bestätigt. Andere Angeklagte haben mehr Erfolg. Der oberste Gerichtshof hebt 7 der 9 Urteile auf und schickt die Fälle von Flöttl und Co. zurück an den Staat. Eine Blamage für Claudia Bandion-Ortner, damals schon Justizministerin. Na, eins muss man schon sagen, es werden ja jetzt nur Teilaspekte wieder aufgerollt. Wesentliche Teile des Urteils haben ja auch gehalten. In der Haft verschlechtert sich Elsners Gesundheitszustand. Medien bringen Fotos, die teils für Mitleid sorgen. Elsner wirkt sichtlich gezeichnet. Wien, 8. Juli 2011. Der tiefgefallene Bankchef ist wieder frei. Nach 4 Jahren und 146 Tagen. Zurück ins Penthouse kann er nicht. Seine Frau hat es nach einem langen Rechtsstreit aufgegeben. Elsner wird krankheitsbedingt bis auf Weiteres als haftuntauglich eingestuft. Genauso wie sein früherer Stellvertreter und Nachfolger Johann Zwettler. Dieser verbringt keinen einzigen Tag im Gefängnis. Die ehemaligen Babak-Bosse verschwinden von der Bildfläche. Richterin Banyon Ortner ist als Justizministerin schon abgelöst worden. Längst sind es neue Skandale, die die Justiz zu schaffen machen. Doch der Countdown für den zweiten Babak-Prozess läuft. Abgesehen davon wird Elsner von der neuen Babak-PSK verklagt. Sie fordert von ihm wegen seiner einstigen Pensionsabfindung Schadenersatz. Die Bank will auf das nach wie vor eingefrorene Stiftungsvermögen Elsners samt der Frankreich-Villa zugreifen. Im März 2012 taucht Helmut Elsner wieder auf. In einem Wiener Nachtclub. Auf der Tanzfläche. Ein Foto sorgt für Schlagzeilen. Und für Zweifel. Ist Elsner wirklich zu krank fürs Gefängnis? Wolfgang Flöttl lebt in der Zwischenzeit fernab von all dem, in New York. Doch auch für ihn ist die Causa Babak nicht ausgestanden. Er wird vor der Prozessneuauflage von Elsner in einem Format-Interview als Betrüger angeschwärzt. Flöttl habe 1 Milliarde Dollar nicht verspekuliert, sondern veruntreut, behauptet Elsner. Flöttl weist das vehement zurück.
Keiner der beiden will aber ein Fernsehinterview geben. Auch heute noch sorgen die Karibik-Geschäfte für Mutmaßungen. Viele fragen sich, ob die Justiz Flöttels Geschäften tatsächlich auf den Grund gegangen ist. Wir sind natürlich im Verfahren damals auch dieser Frage nachgegangen. Und wenn Sie sich erinnern, es sind ja massenweise Unterlagen aus Amerika geliefert worden, die ein ganzes Zimmer gefüllt haben und auch damals in allen Zeitungen zu sehen waren. Also wir haben uns natürlich mit der Frage auch beschäftigt damals. Es findet sich aber nicht auf alles eine Antwort. Belege fehlen. Und auf den Bermudas seien bei einem Computerabsturz Geschäftsdaten verloren gegangen, behauptet Flöttel. Nur eines der vielen Rätsel im Babak-Krimi, die womöglich nie restlos geklärt werden. Mit Sicherheit hat der Babak-Skandal die Dimensionen bisheriger Wirtschaftsdelikte gesprengt. Und die Justiz hat erkannt, sie muss aufrüsten. In vielen Fällen stoßen die Ermittler auf immer kompliziertere Firmengeflechte, hinter denen sich womöglich der nächste Skandal verbirgt.